Ein toller Erfolg für das zweite deutsche Paar, überhaupt dieses Finale erreicht zu haben. So, dann geht's los mit dem ersten Tanz, der Samba. Die Wertung ist jetzt offen. 7 Wertungsrichter verteilen Noten von 1 bis 6. Und ich will es mal etwas vereinfachen. Wer nach allen 5 Tänzen die niedrigste Platzziffer hat, der ist Weltmeister. Samba. Bewegungen, Linksrolle, eine Spezialität von Horst Landreier. Sehr schön komponiert. Ja, und die Bremerhavener, sie wollten diesen Tanz auch gleich für sich entscheiden. Dieses ersten Tanzes der Endrunde, Couple Number 3, please. Das ist für das Paar Dirk Cousins und Linda Jacobs aus Belgien. 4, 5, 5, 5. Ja, der vierte und der fünfte Platz wird hier meist gezogen. Dann für das Paar Olof Jensen und Helle Paulsen aus Dänemark. Sie sehen, die beiden kommen am schlechtesten weg. Paar mit der Startnummer 7, Name 7, please. David Griffin und Adele Preston. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Und jetzt wird's spannend. Jetzt kommt die Wertung für die Norweger. Das Paar mit der Startnummer 24, 24, please. Ja, und Riesenjubel in der Halle, weil nämlich die härteste Konkurrenz von Lankenau-Bär nur eine einzige Eins bekommen hat. Das Paar mit der Startnummer 38, 38. Lankenau-Bär. 1, 1, ja. 6 Einsen. Damit haben sie die Samba eindeutig für sich entschieden. Und das Paar mit der Straßennummer 39, 39, please. 5, 5, 4. Ja, und für das zweite deutsche Paar, Hans-Reinhard Galke und Bianca Schreiber, immerhin noch durchwachsene Noten. Bei Ihnen könnte am Ende vielleicht ein 5. Platz herauskommen. Bitte zum nächsten Tanz, zum Cha-Cha. Und der Zweikampf wird auch hier beim Cha-Cha weitergehen. Die beiden Favoritenpaare etwa gleich stark eingeschätzt. Thank you.
Ja, man hat gesehen, sie kämpfen die Norweger, aber mir erscheint bei Lankenau, Bernkenau und Horst Beer das Ganze fünfmal in der Woche, unter anderem halt auch in Düsseldorf bei Ihnen, Wolfgang Opitz, und bei Alan Fletcher, der auch die Bremerhavener Formation zu Weltmeister-Ehren geführt hat. Einen Heimtrainer haben die beiden nicht, weil es keine Spezialisten in Bremerhaven gibt, die aber so sagen, sie haben den besseren Überblick über Trends und Entwicklungen. Und außerdem können sie ihre eigenen Erfahrungen weitergeben. Darum also wenden sie sich an die Großen in diesem Sport. Ich konnte Ihnen das alles erzählen, während die ersten beiden Wertungen gezogen worden sind. Aber das waren halt Wertungen, die sehr niedrig lagen für Paare, die eigentlich mit dem Ausgang der WM schon jetzt nichts mehr zu tun haben. Die drei dann wieder mal für die Engländer David Griffin und Adele Preston. Und nun für das Paar mit der Startnummer 24. Die Wertung für die Norweger. Ja, und wieder Riesenjubel hier, weil die beiden Norweger nicht mit hohen Noten bedacht worden sind. Und Sie sehen, Backe zieht auch eine eher süß-saure Miene, hat nur 2 Einsen bekommen. Da müsste das jetzt für Bierland genau anders aussehen. Und die Einsen werden gezogen. 5 Stück insgesamt. Ja, und Sie merken nicht, das Publikum, es schreit seine Lokalmatadoren förmlich zum Sieg. Das ist hier fast wie in einem Fußballstadion. Die letzte Wertung dann schließlich für das zweite deutsche Paar. Sie sehen, eine 4 dabei, eine 6, der Rest zum Sieg. Zweite Hinze haben Andrea Lankenau und Horst Beer damit schon gewonnen. Ihre Ausgangsposition wird immer besser, da jetzt die Rumba folgt. Im direkten Vergleich. Und da, Wolfgang Opitz, sollten Sie doch noch mal ein schnelles Wort zum Hosenanzug sagen von Trine Deli. Ist das ein Vorteil oder eher ein Handicap? Ja, ich persönlich mache die Hosenanzüge nicht. Aus dem einfachen Grunde, dass für mich zu den lateinamerikanischen Tänzen die schönen Beinlinien der Damen gehören und dadurch auch die Füße und Beine besser in der Musik sprechen. Attraktiv auf jeden Fall ist der Hosenanzug und ich würde auch sagen, für eine Schau sehr, sehr, sehr schön, aber im Turnier finde ich es nicht ideal. Das war eben ganz interessant anzuschauen und wird sich vielleicht auch im nächsten Tanz noch fortsetzen. Die Paare erkämpfen sich hier regelrechte Hoheitsgebiete. Wenn sie einen guten Platz gefunden haben vor den Wertungsrichtern oder vor dem Publikum, das sich frenetisch beklatscht, dann sichern sie sich dieses Revier. Darum gibt es manchmal auch so Rangeleien zwischen den Paaren und es ist auch gar nicht selten, dass dem einen Tänzer schon mal der Ellenbogen des anderen in die Seite fliegt. Wenn ein Paar eine gute Position hat, dann tanzt es auch schon mal etwas länger, nur auf dieser Stelle. Diese Wertung wieder für Dirk Cousins und Linda Jacobs aus Belgien. Sie bleiben auf der 4, wie in fast jedem anderen Tanz bisher auch. Und schwerpunktmäßig die 6 wird immer gezogen für Olaf Jensen und Helle Paulsen. 5,
Für Paar mit der Startnummer. Wenn es nach dem Trend weitergeht, müssten jetzt die ganzen Dreier kommen. Ja. Drei. David Griffin und Adele Preston zum dritten Mal beim dritten Tanz auf Platz 3 gesetzt. Und nun wieder die Norweger. Backe Demi. Mit der Startnummer 24, please. 3-1er Weg, 3-2er und eine 4. 1, 2, 1. Die 4 ist überraschend. Jetzt können Langkenau Bär 4-1er bekommen, dann hätten sie auch diesen Tanz gewonnen. Für das Paar mit der Startnummer 38, 38, please. Auch nur 3-1er. Aber der Rest sind 2. Ja, die erste Frage, wo bleibt die letzte 1? Sie muss dem deutschen Paar gegeben werden, dem zweiten deutschen Paar, greift die Schreiber, weil die bleiben nur noch übrig. Und wer hat nun diesen Tanz gewonnen, Herr Opel? 39. Hier haben wir erstmal die Bestätigung. Schauen Sie hin. Lauter 5 und 6. Und da eine 1 für Garki Schreiber fällt total aus der Wertung. Erstens, warum diese 1? Und zweitens, wer hat nun gewonnen? Ja, das ist schwierig, jetzt so schnell zu sagen. Das wird schon seine Gründe dafür gehabt haben. Wichtig ist auf jeden Fall, dass trotz dieser Wertung Thorsten und Andrea auch die Runde gewonnen haben, da die 4 dem Geilbacke dann die schlechtere Note gegeben hat. Damit also schon 3 Tänze an die Deutschen gegangen. Nun aber der Paso Doble und Favoriten in diesem Tanz, Backe Deli, denn der Paso Doble ist die Domäne der Norweger. Haben wir sie zum Schluss also lange im Bild gehabt. Und Herr Opitz, was meinen Sie, können die beiden Norweger diesen Tanz für sich entscheiden? Ich glaube jetzt nicht mehr. Thorsten und Andrea haben so toll aufgetreten, Paso Doble, und haben also natürlich mit den 3 gewonnenen Tänzen im Rücken jetzt den Aufwind. Also müssen sehen, wie die Wertung ausgeht. Ja, zuerst wieder für die Belgier. Offene Bewertung dieses Paso Doble für das Paar mit der Startnummer 3, Kappe Nummer 3. 4, 4, 5. Damit dürfte nach diesem vorletzten Tanz schon feststehen, Dirk Poseins und Linda Jakobs haben sich auf dem 4. Platz etabliert. 6, 6, 6. Für Olof Jensen und Helle Paulsen aus Dänemark wird wohl am Ende nur der letzte Platz im Finale bleiben. 3, 2, 3. Das ist die Wertung für die Engländer. Und alles deutet auf eine Bronzemedaille hin. Kappe Nummer 24, please. Backe Deli. 2, 3, 1. Das ist doch eine Überraschung. Auch nur 4, 2 Einsen für die Norweger. Da hatten sie bestimmt mit mehr gerechnet. Also müssen Langkenau und Bär jetzt noch einmal die hohen Wertungen bekommen. Ja, und das strahlen sie. Jetzt wissen sie es auch. Sie sind Weltmeister. Nach 4 Tänzen steht es doch eigentlich schon fest. Ja, jetzt kann ich es mir schief gehen.
können Sie natürlich im letzten Tanz im Jive nochmal ganz befreit diesen Tanz ausleben, alles nochmal hineinlegen. Ja, Horst Behr weiß es, er hat es geschafft. Und das ist dann die Wertung für das zweite deutsche Paar, für Hans-Reinhard Dahlke und Bianca Schreiber. Letzter Tanz dieser Weltmeisterschaft ist Jive. Der Jive also. Eigentlich für die Entscheidung nicht mehr wichtig. Und das ist die neue Weltmeisterin und hier der neue Weltmeister. Zum ersten Mal überhaupt Andrea Lanknau und Horst Behr. Bremerhavener ist das eigentlich schon die Ehrenrunde. Wir haben noch einen draufgesetzt, die beiden. Und es steht fest, wir haben zum ersten Mal den Titel gewonnen. Diese Wertung wird jetzt eigentlich nur noch statistischen Wert haben. Bewertung bitte für das Paar mit der Startnummer 3 namens Ripley. 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 7, 3, 7 mal der dritte Platz. Die Wertungsrichter sind sich in der Tat sehr, sehr einig. In der Benotung aller 6 Konkurrenten. 24, und Backe Deli erhalten auch hier im Jive nur 2 Einsen. Der Rest sind Zweier. Kappe Nummer 38, please. Horst Behr und Andrea Lanknau, ihre Wertung. Wieder 5 Einsen. Damit haben die beiden Bremerhavener alle 5 Tänze in diesem Finale gewonnen. Tja. Das ist ganz klar, dass jetzt der Jubel ausbricht hier in der Stadthalle. 4.000 stehen hinter diesem Paar. Ein neues Traumpaar des deutschen Tanzsports. Jubel, Glückwünsche von den Verlierern. Andrea Lanknau und Horst Behr sind am Ende eines langen Weges angelangt. Sie haben viele Opfer gebracht. Jetzt hat es sich ausgezahlt. Sie haben die Krone und sie werden das Gold wohl auch irgendwann einmal versilbern. Denn im Hinterköpfchen ist natürlich immer noch die Idee, Profi zu werden. Und vor der Weltmeisterschaft haben die beiden gesagt, wenn es dann klappt mit dem Titel, dann wollen wir uns auch mal überlegen, ob wir nicht endlich heiraten. Lange genug verlobt sind sie inzwischen schon, aber an Hochzeit hat bisher noch keiner von beiden gedacht, denn sie haben sich eben ganz und gar auf die Weltmeisterschaft konzentriert. Ja, und da fließen noch ein paar Tränchen bei der Andrea, kann man aber verstehen, am Ende fällt die ganze Spannung von einem ab. Wollen wir uns die Weltmeisterschaft. Christian da, wie üblich beim Tanzen. Muss auch wohl so sein. Und Herr Opitz, ich glaube, für das Paar Lanknau Behr. Wir sind hier bei der Siegerehrung, die ab Platz 3 beginnt. Ich will Ihnen aber vorneweg noch die endgültige Platzierung der Paare sagen, die dahinter liegen. 6. Bolof Jensen, Helle Paulsen aus Dänemark. 5. Hans-Reinhard Galke und Bianca Schreiber aus Freiburg. 4. Dirk Cousins, Linda Jakobs aus Belgien. Und hier nun die Drittplatzierten. Die Bronzemedaille für David Griffin und Adele Preston aus Großbritannien.
Hopet, haben Sie die beiden vor dieser Weltmeisterschaft schon beobachtet? Wo liegen Ihre Stärken? Was haben wir im Verlauf dieses Turniers gesehen? Ja, ich meine, dass die beiden ein sehr gutes Turnier getanzt haben, aber einfach der Vorsprung der anderen beiden Paare diesmal zu groß gewesen ist, dass sie dort nicht mithalten konnten. Sicherlich durch die Atmosphäre bedingt, die in ihrem eigenen Heimatland sie auch zu besseren Leistungen dann wieder bringt, war jetzt nicht für sie, aber sie sind ein sehr, sehr elegant tanzendes Paar, was bestimmt weiter zu beachten sein wird. Und wenn Lankenau wir wirklich ins Profilager überwechseln sollten, dann wären die Engländer ja doch wohl die härtesten Konkurrenten für Backe Deli, für die Norweger. Ja, falls Backe nicht vorher ins Profilager wechselt. Die haben auch Ambitionen, ne? Ja. So, nun wird der zweite Platz aufgerufen. Und damit Vizemeister im Jahre 1985 wurde das Paar Geierbacke Trine Deli aus Norwegen. Ja, sie wollten unbedingt Weltmeister werden. Sie haben es in Bremerhaven nicht geschafft. Unter anderem auch, weil ein einheimisches Paar da war, das erstens die Unterstützung von 4000 Menschen hatte, aber auch ganz einfach besser war als diese beiden. Trotzdem, sie nehmen es zwar mit etwas süß-saurer Miene, aber die faire Verlierer. Beide sind befreundet, stammen aus Oslo, leben zurzeit aber in London, weil sie dort ganz einfach bessere Trainingsmöglichkeiten haben. 10 Jahre tanzen die beiden schon zusammen, 2-mal sind sie Weltmeister gewesen und amtierender Europameister hier im Einzel. Für diesen zweiten Preisträger zu überreichen. Mich wundert ja sehr, Herr Opitz, dass das halt so dunkelhaarige Norweger sind. Normalerweise stellt man sich Nordländer ja doch blond vor. Sind die Haare gefärbt? Muss ich darauf antworten? Damit haben Sie geantwortet. Also es macht sich wahrscheinlich immer besser, wenn man so als dunkelhaariges Paar auf die Tanzfläche kommt. Auf jeden Fall. Nicht nur unseren Sportsenator haben, sondern auch den Vater einer tanzsportbegeisterten Tochter. Der Bremer Sportsenator Brückner hat das Pokal und Trophäe übergeben. Teller aus dem Hause Rosenthal, gestiftet von der Firma Petersen, den halben Krügerrang des Bankenkonsortiums. Im Vordergrund links sehen Sie Helmut Beer, das ist der Organisator der Veranstaltung, der Norwegerin jetzt aufs Podest hilft. Er ist so ganz nebenbei auch der Vater des neuen Weltmeisters, der Vater von Horst Beer. So, und da bilden die Bremerhavener Nachwuchstänzer schon Spalier für die Weltmeister, während sich die Vizemeister nochmal küssen sehen. Neuer Weltmeister, damit Sieger des heutigen Turniers, dieses sehr schweren Turniers, wurde Horst Beer und Andrea Lankenau. Der Höhepunkt ihrer Karriere, 1984 noch Dritter bei der Weltmeisterschaft. Angefangen hat es 1980 als WM-10. Und nun stehen sie ganz, ganz oben. Sie hatten sich den Titel erhofft, aber sie hatten erwartet, dass es ein viel, viel härterer Kampf werden würde. Dass Beer Lankenau alle 5 Tänze für sich entscheiden würden, das hatten sie noch nicht einmal zu träumen gewagt. Ich glaube, es ist ganz gut, dass die Kamera die Andrea Lankenau von hinten erfasst. Da sieht man dann die paar Tränchen nicht, die da schnell noch weggedrückt werden. Freudentränen natürlich. Ja, nach langen Jahren haben wir nun in Deutschland wieder einen Weltmeister.
Die letzten Amateurweltmeister, die wir hatten, das waren Norbert Kaufmann in den 70er Jahren, Anfang 70er Jahre. So lange mussten wir warten, bis wir wieder einen Weltmeister stellen können. Von der Seestadt Bremerhaven übergibt den Ehrenpreis der Schwesterstadt. Inwieweit, Herr Opitz, wirkt sich das denn nun aus, so ein Titel, auf einen Wechsel ins Profilager? Können Profis im Tanzen wirklich reich werden? Durch Turniertanzen ganz gewiss nicht. Aber dann die Preise sind auch, man kann sagen, mehr der Ehre wegen. Was natürlich dann gemacht werden kann, dass man als Trainer arbeiten kann, dass man Schautänze bringen kann gegen Entgelt und dadurch natürlich einige von den Trainingskosten wieder zurückbekommt. Obwohl wir ja das Gute haben, dass unsere Paare von der Deutschen Sporthilfe unterstützt werden. Und ohne diese Unterstützung wären die beiden sicherlich auch nicht so weit gekommen. Also Sie merken schon, liebe Zuschauer, dieses ein. Das war's, liebe Zuschauer, von den Weltmeisterschaften in den lateinamerikanischen Tänzen hier aus der Stadthalle in Bremerhaven. Aber eines möchte ich noch richtigstellen. Am Anfang habe ich Ihnen gesagt, dass die Formation fünfmal Weltmeister war. Die Fachleute werden...